der Schwitzpilz. Viele kennen ihn jetzt in den warmen Sommertagen, aber auch bei Training im Fitnessstudio und in der Sauna Solarium kann er sich vermehrt bemerkbar machen. Ich erzähle dir, was du dagegen tun kannst. Hallo, ich bin's, Dr. Barbara Meyer-Lehmann. Ich bin Ärztin bei der Manostik und berate euch gerne zum Thema Schwitzpilz. Was ist der Schwitzpilz? Der Schwitzpilz ist ein auf der Haut, bei jedem auf der Haut sich befindlicher Erreger. Er heißt Pityrosporum ovale oder Malassezia furfur. Herrliche Worte für ein harmloses mikrobielles Wesen, was wie gesagt auf jeder Haut lebt. Den Pilz hat wie gesagt jeder auf der Haut. Nur eben wenn durch Schwitzen oder durch Stress Beanspruchung der Haut dieser Pilz anfängt zu wachsen, weil durchs Schwitzen eben leicht der Säureschutzmantel gestört ist, kann der Pilz sich ausbreiten. Das sieht man dann auch in Form von bräunlichen Flecken, die mehr oder weniger zusammenfließen können, größer sein können und dann natürlich behandelt werden, weil es optisch ja nicht schön ist und dann eben auch ein Ungleichgewicht der Haut besteht, was man wiederherstellen sollte. Ist der Schwitzpilz gefährlich? Der Schwitzpilz ist nicht gefährlich, er ist nur lästig. Ist der Schwitzpilz durch Körperkontakt ansteckend? Der Schwitzpilz ist nicht ansteckend, denn man kann sich nicht mit etwas anstecken, was man selbst auch auf der Haut hat. Geht der Schwitzpilz durch das Sonnen weg? Der Schwitzpilz geht durch das Sonnen nicht weg, weil man in der Sonne meistens häufiger schwitzt und dadurch der Säureschutzmantel eben mehr noch angegriffen ist und eben auch die durch den Pilz befallenen Stellen haben ja eine Art Filtereffekt, das heißt, die Flecken werden weiß, möchte man auch nicht haben, also durch Sonnen geht er nicht weg. Falls dich auch der Schwitzpilz zu diesen Temperaturen plagt und ärgert, melde dich gerne bei uns, wir Hautärztinnen können dich über die App beraten und dir Behandlungstipps geben. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, stell das Glöckchen an oder abonniere den Kanal. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss.